Ja, herzlich willkommen zu dem Thema Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Denn darum geht's, die Träume zu leben und nicht nur davon zu erzählen oder zu reden oder sich zu wünschen. Ich bin Amata Bayer und bei mir könnte man so die Überschrift geben von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin im Network Marketing. Ich war fast 20 Jahre im Kloster als Ordensfrau, bin 2002 ausgetreten, war dann ganz normal angestellt und danach selbstständig, auch mit dem Thema selbst und ständig. Ja, und musste dann etwas erleben, was für keinen Selbstständigen toll ist. Bin einfach mal 3 Monate ausgefallen. Und da habe ich dann entdeckt, dass sie eigentlich nur Zeit gegen Geld tauschen, und war total froh, dass ich für mich die Lösung schlechthin gefunden habe. Ja, die mir eine unendliche Freiheit schenkt und wo ich heute sagen kann, ich kann und darf arbeiten, wann ich will, vor allem auch wo ich will und mit wem ich will. Und die Frage, die sich stellt, was würdest du denn tun, wenn du 2500 Euro im Monat mehr hättest? Was würdest du mitmachen? Würdest du einfach reisen gehen? Ich habe früher gesagt, Reisen ist für mich nicht so wichtig. In den letzten Jahren habe ich entdeckt, dass es einfach wunderschön ist. Ich war in Hawaii, in Südafrika, in Rotterdam, in Kalifornien, da habe ich übrigens die Felder angeschaut von Forever. In Mexiko waren wir mit Freunden, mit Teampartnern. Wir waren in Singapur. Also es gab ganz viele Dinge. Was ist es bei dir? Wo würdest du gern hinreisen, wenn du gerne verreist? Es geht nicht nur darum zu leben, sondern so zu leben, wie du es dir schon immer erträumt hast. Das Leben ist so schnell vorbei und die Frage ist, was ist dir wirklich wichtig? Vielleicht willst du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen und für sie eine finanziell sichere Zukunft aufbauen. Vielleicht möchtest du ja auch einfach nur besser fühlen und besser ausschauen. Oder du möchtest mehr Freiheit haben. Diese Freiheit zu arbeiten von zu Hause aus oder wo auch immer du möchtest, ob in Italien oder Spanien oder in Südafrika und auch wann du gerne möchtest, frei einteilen zu können. Es geht nicht darum, Zeit zu haben, sondern sich eine schöne Zeit zu machen. Und die Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, vielleicht gibt es da so ein paar Sachen, wo du dir erträumst, ob das Reiten ist oder Delfinschwimmen oder Fliegen oder was auch immer, die Dinge zu verwirklichen, die dir wichtig sind. Ich kann dir nur sagen, gib niemals deine Träume auf, sondern schau, wie kannst du so leben, dass du deine Träume verwirklichen. Lass dein Dreamboard Wirklichkeit werden. Ich habe 2007 mein erstes Dreamboard gemacht, 2009 mein zweites und die Dinge haben sich sehr, sehr schnell verwirklicht. Mach dir wirklich so eine Vision und mach es nicht nur im Kopf, sondern mach ein Dreamboard und dann geht es darum, daran zu arbeiten. Es gibt so zwei magische Sätze, die ich immer sage, wenn die Verlierer nach dem perfekten Plan suchen, setzen die Gewinner die Dinge unperfekt um. Und ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Wenn du deine Dinge umsetzen möchtest, aber wissen möchtest, wie geht es, dann kontaktiere mich einfach via Facebook, Amata Bayerl, der BeFree Coach. Der Coach, der dich zur Erfüllung, Energie, Erfolg führt. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.